miteinander. Ich grüße euch. Unser Fokus liegt heute etwas tiefer auf unseren Füßen. Ja, unsere Füße sind das Fundament. Auf denen stehen wir, mit denen laufen wir und von denen gehen leider auch ganz viele Probleme aus. Lass es Hallux sein, lass es Achillesprobleme sein, Fersensporn selbst bis Knie und Hüfte hoch. Können die Probleme reichen, wenn ihr nicht lieb zu euren Füßen seid? Und da wir nicht immer lieb zu unseren Füßen sind, weil wir den ganzen Tag in Schuhen rumlaufen und auf glatten Ebenen, müssen wir unseren Füßen ab und zu mal was Gutes tun. Deswegen heute 3 Übungen. Ich habe da mal was vorbereitet. Es wäre toll, wenn ihr entweder so einen Besenstiel hättet oder so einen Ball. Ich nehme heute mal den Ball. So. Ganz easy, ganz einfach. Der Ball sollte relativ fest sein. Geht auch so was wie ein Golfball. Der Tennisball wird bestimmt zerdrückt. So, Ziel ist es, einfach den Fuß, also einfach von der Ferse bis nach vorn zu den Zehen auszurollen. Ne? Also lasst euch ein bisschen Zeit, hier so am Fußgewölbe bzw. Großgrundgelenk, Fußgewölbe, das ist auch immer sehr schön. Und dort, wo ihr es besonders spürt, dort bleibt ihr bitte ein bisschen. Ja. Lasst das auf euch wirken. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Versucht auch, ihr fallt ab und zu mal runter, die Ferse mitzurollen. Auch da ein bisschen Druck auszuüben, das ist nicht ganz so einfach, denn der Ball rollt immer weg. Aber fangt dann einfach von vorn an und wie gesagt von jeder Seite. Ich mache das jetzt ein bisschen schnell, bitte lasst euch mehr Zeit. Hier wie gesagt, Großzehen, Grundgelenk, kleiner Zeh, Außenseite. Ja, also dass ihr überall ein bisschen was habt. So, wie gesagt, dort wo es besonders spürbar ist, dort bleibt ihr ein bisschen. Jeder hat da woanders, glaube ich. Die ja, Schmerzen möchte ich es nicht nennen, es sollten keine Schmerzen sein. Gut, wenn ihr das habt, euch mit jedem Fuß so eine Minute beschäftigt habt, habe ich eine zweite Übung für euch. Dazu kniet ihr euch hin, ihr könnt euch bitte auch was drunter legen, ja, unter die Knie, stellt eure Füße so auf und jetzt versucht ihr euch mal auf eure Füße draufzusetzen, ja. Wer jetzt ein bisschen Knieprobleme hat, der kann zum Beispiel auch was hier drunter legen, dass er den Po nicht so tief sinken lassen muss. Und dann spürt ihr schön in dieser hier Fußsohle, die Faszie, spürt ihr schön die Dehnung. Auch hier stellt euch den Wecker eine Minute lang, mindestens, gern länger. Schön ist was anderes. Wenn ihr es so rum nicht spürt, ja, kann sein, dann gehört ihr zu 10%. Macht so rum. Irgendeins tut weh, meistens. Oder ihr habt wirklich super gute, geschmeidige Füße. Okay. Wenn ihr das habt, brauchen wir eine Treppe. Stellt euch bitte, möglichst ein bisschen festhalten, sehr günstig, an eine Stufe, sodass nur die Zehen die Stufe krallen. Lasst die Fersen nach unten sinken. Deine Knie sind lang. So. Wenn du dich jetzt hier gut eingerichtet hast, kannst du dich auf den Treppenstufen ein bisschen hier nach unten sinken lassen. Und jetzt hast du nicht nur deine Füße, die Rückseite deiner Oberschenkel in die Wade, in den Rücken hinein, zieht es jetzt mächtig. Ah, du hast deine komplette rückwärtige Faszie, die du jetzt streckst, die du dehnst. Auch hier versuch gern eine Minute oder länger zu bleiben, ohne dass es weh tut, ja? Spürbar, ja, aber nicht weh tun. Okay, so. Dann komm nach oben. Gut, dann wünsche ich euch gesunde Füße.